Das ist mein Lieblingsbild von Gabriele Münter. Das kenne ich schon ziemlich lange, begleitet mich schon sozusagen meine Karriere. Schon eine Weile. Ich bin froh, dass ich das mal wieder sehen kann und vor allen Dingen auch in einer Ausstellung wieder mal ausstellen kann. Das letzte Mal war es in Leipzig. Landschaft mit Hütte im Abendrot heißt es. Und das zeigt wirklich typische Elemente der Landschaft in Oberbayern um den Staffelsee bei Murnau mit den typischen Heuhocken. Heuhocken sind Geräte, wo man das Heu trocknet, mit den typischen Heustadeln, den wunderbar blauen Bergen und einem rosa Himmel darüber. Die Heuhocken im Abendlicht leuchten rot und oder so rötlich vielleicht, und die Münter, um den Eindruck zu steigern, auch den malerischen Eindruck zu steigern, setzt so einen Komplementärkontrast. Sie kontrastiert die reine Farbe Rot mit der Mischfarbe Blau. Das gibt dann eine schöne räumliche Wirkung und überhöht so diesen Eindruck zu einem wunderbar schlüssigen Gesamtbild. Das ist eines dieser typischen kleinen Bilder, die man draußen in der freien Natur gemalt hat. Damals, die sie so mit ihren Staffeleien ausgerüstet, dann im Abendlicht relativ schnell angelegt haben, dann auch relativ schnell, vielleicht sogar im Abendlicht auch dort vollendet haben. Für mich ein wichtiges Werk, einer der kleineren Höhepunkte in dieser Ausstellung.